Willkommen auf Duftis Kanal. Mad Games Tycoon 2. Ich habe den ersten Teil gespielt und er hat mir sehr gut gefallen. Da waren ein paar Sachen von der Mechanik, die haben mich ein bisschen gestört. Aber insgesamt war das eine runde Sache. Aber jetzt der Teil 2. Ich muss wirklich sagen, alles, was mir nicht gefallen hat, im ersten Teil haben die hier eigentlich jetzt verbessert. Und obwohl es auf den ersten Blick wie ein Aufguss aussieht, einfach nochmal das Spiel Teil 2 benannt und ein paar Namen geändert. Nein, im Gegenteil. Hier wurde so viel Mechanik verändert, dass dann auch wirklich der Spielspaß für mich auf jeden Fall viel größer ist. Wollt ihr ein neues Spiel starten, haben wir hier Firmenhauptsitz, da nehme ich gerne Deutschland. Und dann, was euer Spezialgebiet sein soll. Die Sachen habt ihr noch gar nicht zur Verfügung am Anfang. Also es kann sein, dass ihr hier irgendwas anklickt, was viel später erst zum Tragen kommt. Ich klicke hier selbstverständlich immer Simulationen an, aber da muss ich natürlich bis 1985 warten, bis dann so die ersten Simulationen auch rauskamen. Ja, wir haben hier auch zufälligen Namen. Wir können hier natürlich zum Beispiel eine Katze nehmen oder hier Katzenpfoten. Ja, und da sind aber auch noch mehr Sachen. Dann den Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr keinen Schimmer habt, dann fangt ruhig auf Mittel an. Dann geht es schon. Also wer Ahnung hat und einen höheren Schwierigkeitsgrad hat, der muss dann auch ein bisschen mit Krediten arbeiten. Aber so Mittel ist eine runde Sache. Ich weiß nicht, ob es nicht zu einfach ist, wenn man auf sehr leicht geht. Also Mittel sollte schon sein. Aber ihr müsst es selber ausprobieren. Ihr habt hier etliche Schwierigkeitsgrade. Auch hier beim Start, ja. Wenn euch das zu dröge ist hier mit dem ganzen langweiligen Kram, sagt ihr hier Commodore und so. Und da war ja noch gar keine Grafik. Da gab es noch keine Simulation 76. Ja, dann kann man hier bis 2015 kann man hier dann weiter vorspulen. Okay, was haben wir noch? Geschwindigkeit. Wir können entscheiden, wie langsam oder schnell alles laufen soll. Wenn wir Marathon machen, bedeutet das, dass alles viel, viel länger dauert. Also wir mehr Zeit haben. Wir können die aber noch anpassen, sonst wird es noch heftiger. Wenn wir das rausnehmen, bedeutet das, dass wir sehr, sehr schnell arbeiten und die Zeit vergeht gar nicht. Also auch eben langsam. Das ist also sehr unrealistisch. Aber so finde ich, passt die ganze Sache. Ja, Karten haben wir jetzt hier nur das A zur Verfügung und Anzahl der Konkurrenten mal eben locker 71, ja. So würde das dann starten. Dann könnt ihr hier noch so ein bisschen dran rumschrauben, wie ihr aussehen wollt. Oder könnt ihr per Zufall den rausschmeißen. Natürlich auch was für die Mädels, ist ganz klar. So, und wenn ihr euch dann für einen entschieden habt, dann sagt ihr, ja gut, wo soll ich hier, wo soll das Spezialgebiet von ihm sein? Wenn ihr zum Beispiel Game Design macht, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht. Wenn ihr auch Grafikdesign habt, dann hängt das auch ein bisschen zusammen. Ihr könnt aber auch da eurer Lust freien Lauf lassen. Dann habt ihr hier noch schicke Sachen. Ja, die erzeugen einen Hype, wenn ein Spiel entwickelt wird. Dann, oh, das wird gut und so, dann wenn der da mit dran arbeitet, kann das schnell passieren. Unerschöpflich. Die Sachen erklären sich auch von selber. Ne? Die können also ohne Pause durcharbeiten. Und so habt ihr hier viele Sachen, wo ihr den so ein bisschen anpassen könnt. Ja, und dann machen wir die hier zum Beispiel rein. Okay. Wenn wir das dann haben, geht es los. Wir können das Tutorial deaktivieren und hier noch ein paar Sachen einstellen, wenn wir das mit diesem Zufall nicht mögen oder nur nach historischen Vorlagen, dann können wir das hier noch danach eben einstellen. Und dann sehen wir, ist das hier typisch, ne? Es geht los mit, wie bewegt man sich mit der Kamera und die X-Taste und Y zum Drehen. Und dann wird man hier geleitet. Wir sollen den verkaufen, dann sollen wir hier drauf gehen, zeigt der Pfeil drauf und sollen in die
Entwicklung gehen, dann klicken wir das an. So, und jetzt sollen wir hier einen Raum dafür nutzen. Ne? Und so fehlt noch eine Tür. Und dann könnten wir das abhaken und so kommt man hier dann weiter. Das Bauen selber will ich auch mal zeigen, wie wir das am besten machen. Wenn wir also einen Raum gebaut haben, dann können wir anfangen, hier Sachen einzurichten. Das ist immer der Hauptarbeitsplatz, fast in jedem Büro, nicht in jedem, aber fast jedem. Da können wir jetzt so ein paar Schreibtische reinhauen. Ja, und das bedeutet hier Raumausstattung, damit die sich wohlfühlen. Im ersten Teil war es nur als Beispiel so, dass wenn wir Mitarbeiter neue hatten und einen eingestellt haben, Moment, Arbeitsmarkt, und wir stellen jetzt einfach mal diesen Kollegen ein, dann wollte der unter Umständen gar nichts haben. Wir konnten die Räume kahl lassen. Und irgendwann kommt aber einer, der meckert dann rum und sagt, er braucht aber Blumen oder der andere braucht eine Mikrowelle. Und so musste man das Stück für Stück einrichten. Fand ich aber nicht so gut, weil es war gar nicht notwendig, die Sachen hier irgendwie schick zu machen, zumindest am Anfang. Jetzt sehen wir aber gleich, dass das hier böse abwärts geht, weil hier ja gar nichts drin ist. Also müssen wir tatsächlich, wir haben hier die Entwicklung, ja, den Raum, und hier können wir Einrichtungssachen kaufen. Das ist auf automatisch an, wenn wir das jetzt nicht rausgeklickt hätten. Und jetzt müssen wir sehen, ja, was nimmt wenig Platz weg und was macht Sinn und ist wichtig. So ein Mülleimer, klar. Dann Wasserspender und Kaffeemaschine am besten auf dem Flur, dass sich alle bedienen können. Medizinschrank auch, Heizung, klar, das brauchen die. Entweder an der Wand, setze ich die einfach irgendwo ran. Wenn ich an der Wand keinen Platz habe, kann ich auch eine Elektroheizung einfach hier so mitten in den Raum setzen. Sieht nicht schick aus, aber es funktioniert. Wir können hier noch eine Uhr ansetzen, noch eine Blume, wichtig. Manche wollen das gern haben, kümmern sich da dann drum. Ja, und so fangen wir dann an, hier unser Büro auszustatten, damit der Level nicht so weit runter geht. Alles lässt sich natürlich kontrollieren. Das heißt, wenn wir jetzt dann sehen wollen, wie gut ist dieser Raum, dann gehen wir hier und dann sehen wir, okay, das ist noch hellgrün, da geht noch mehr. Aber so von Haus aus funktioniert es. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir hier wenig Flur haben, damit wir so viel wie möglich an Räumen gewinnen. Wir haben ja noch die Forschung frei. Und da ist eben die Möglichkeit, zum Beispiel hier reinzugehen, den hier nochmal auszufüllen. Da ist eine Ecke verkehrt. Da dürfen wir nicht mehr rein. So, dieser kleine Vorsprung geht nicht anders. Aber wir könnten theoretisch noch das sogar dann so nutzen. Könnten hier eine Tür einbauen. Nur mal so für als Idee, ne? Dann hier das Fenster. Also hier wird sowieso nie was anderes sein. Da kann ein Fenster nicht stören. Und dann hier auch nicht. Kriegen wir hier auch noch eins rein? Nein. Und dann drücke ich drauf. Und dann haben wir den nächsten Raum. Und dann geht es wieder auf. Und dann können wir wieder, zack, eben den einrichten. Was noch sehr cool ist, sind hier unten die Teppiche. Denn die nehmen keinen Platz weg und die bringen ordentlich Punkte. Man muss eben gucken, dass man den richtigen nimmt. Hier, der gibt gleich 3 Ausstattungspunkte. Und dann kann man ja gucken, ob wir den hier irgendwie noch unterbringen. Dann brauchen wir noch einen kleineren. Und dann geht das schon. Und eben natürlich noch Bilder etc., sodass wir erstmal was haben. Und hier, das ist schon irgendwie cool gemacht. Das Bauen geht flott von der Hand. Und ja, dann lässt sich das natürlich auch bearbeiten. Wenn ich dann sage, ah, das ist doch alles hier Müll, dann gehe ich hier einfach drauf, gehe dann auf dieses Kästchen und jetzt kann ich hier lustig hin und her schieben. Ich kann sagen, ja gut, die Ecke löschen wir doch. Ach nee, die war doch irgendwie ganz gut. Die mache ich doch wieder dazu. Ja, wir können hier frei editieren, machen. Also besser geht's nicht. Wenn ich mir da andere Sachen angucke, andere Simulationen, hier haben die jetzt aus dem ersten Teil, war es allerdings auch so gut, alles rausgeholt, wie man etwas schön bedient, muss ich sagen. Okay, jetzt machen wir einen Sprung, wie es aussieht, wenn ich dann so einen Kram dann komplett eingerichtet habe. Und da müssen wir mal eben wechseln. So, hier sieht man, dass ich schon so ein bisschen zugelegt habe. Ich habe mir noch einen zweiten Laden dazugeholt. Vorsicht, die Grundstückpreise können sich immer wieder verändern.
Da gibt es mal Sachen, da kriegt man das wirklich für einen Schnäppchenpreis und dann wieder muss man sehr viel zahlen. Es kommt dann aber eine Meldung, was gerade passiert ist. Es lohnt sich also manchmal auch ein bisschen zu warten. Ja, und wie habe ich die eingerichtet? Ihr seht, hier sieht es ein bisschen anders aus, aber ich habe hier einen relativ kleinen Flur. Man könnte hier auch noch was unterbringen. Das ist schon verschwenderisch groß, sag ich mal. Aber erstmal, um zu überleben, hatte ich ja nur diesen Pott hier. Jetzt habe ich hier die Toiletten ausgelagert, damit die nicht so weit laufen müssen. Und habe dann noch hier ein Qualitätssicherungsstudio, dass die jetzt die Bugs rausnehmen. Aber auch viele andere Sachen können sie machen. Einen Kundendienst. Ich habe hier Unterstützung. Ich kann also auch bestimmte Sachen einfach mit übertragen, dass die dann helfen. Ihr habt hier zum Beispiel die Möglichkeit, Auftragsarbeiten zu erledigen, wenn dann einer angeboten wird. Oder halt eben auch hochwertige Grafiken, die ganzen Sachen verändern, wenn wir ein Spiel hätten, was gerade in der Entwicklung wäre. Ja, das hat also ordentlich Geld eingebracht. Das sind unsere Spiele, die zurzeit laufen. Auch hier sehr detailliert habt ihr hier alle Auflistungen, die entscheidend wichtig sind. Vor allem hier natürlich, ne? Daumen oben, Daumen unten. Aber wir sehen auch, wie viele Wochen das Spiel drin ist. Das wird natürlich auch alles sofort angezeigt. In welchen Charts wir sind hier. Duftys Fighter ist auf Platz 9. Ich war aber damit auch schon auf Platz 5, glaube ich. Also sehr, sehr abgefahren. Aber wir machen noch einen Sprung. Hier bin ich jetzt gerade dabei, Simulationen zu entdecken. Ja, das ist mein Forscherteam. Und dann ab dann werden Simulationen rausgehauen. Da war ich ja vorher gar nicht zu in der Lage. Aber eine kleine Sache will ich wohl mal eben zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei den Jungs reingehe, Spielbericht erstellen, dann könnte ich jetzt hier Spiele nehmen, also meine Spiele oder auch fremde, und könnte eine Analyse machen. Wie denn da alle Sachen so eingestellt sind, dass das ein Renner war oder wie viel Prozent auch immer der hatte. Ich gehe jetzt mal eben auf Spielberichte ansehen und da sehen wir, das beste Spiel ist mit hier Duftys Fighter, aber auch nur, weil ich da so viel in die Grafik reinpoliert habe. Man sieht das auch am Herzen. Das, was wirklich eingeschlagen hat, war Lords hier of the Rims. Also das haben die Leute geliebt. Und wenn wir hier reingehen, dann sehen wir hier auch, okay, da die 4, das war Optimum. Da habe ich den Bock abgeschossen. Wenn ich jetzt hier auf 3 gehen würde, auf 5, dann wäre das nicht mehr so gut. Also hier bin ich genau richtig. Dann haben wir hier die 6. Das ist also auch top. Und wenn ich jetzt mir die Berichte durchlese, die Leserbriefe, und die sagen, ja, Steuerung ist ja super, aber bessere Spieltiefe, und das würden mehrere sagen, dann weiß ich, okay, Spieltiefe ist hier, da haben wir ja auch noch ein, zwei, drei Punkte, und sie wollen ja sowieso mehr, also muss hier irgendwo das Optimum sein. So habt ihr nachher ein Spiel, was dann einfach funktioniert. Das ist so wie Far Cry 3, 4, 5. Ihr habt einfach ein Spielkonzept und legt da einfach nur wieder neue Charaktere oder ähnliches drüber, was ich auch gleich nochmal im Detail zeige. Aber so hier auch schön eben aufgelistet, da müsst ihr nicht lange suchen. Ihr könnt eben sofort sehen, ah, das war die Wertung. Ne? Und dann sehen wir eben, okay, gut, das Spiel, das will ich kopieren. Und dann könnt ihr teilweise diese Sachen halt dann übertragen. Und auch nur die Sachen, die euch interessieren. Sodass ihr da euch immer mehr rantastet an ein Megaspiel. Und das ist schon sehr abgefahren. Ihr könnt aber auch noch zum Beispiel, wenn ein Spiel jetzt raus ist, sagen, okay, jetzt will ich mal gucken, was haben wir denn hier noch? Jetzt ist ja nicht mehr viel am Laufen. Wir können hier solche Klamotten starten natürlich und vor allem so eine Meisterschaft. Dann regt das natürlich an zum Zocken und auch zum Kaufen fürs Spiel. Ich kann auch der Presse was anbieten. Das können wir hier machen. Ich mache mal eben Aufgabe abbrechen. Danke, ich kriege Geld zurück. Spezielles Marketing. Hier sind so die Sachen, die schon ausgeführt sind. Voll für eine Vorabversion für die Presse. Das kann man hier jetzt schlecht lesen, weil es dunkel ist. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, das Spiel ist ja raus. Das ist in Ordnung. Das wird aber noch ganz gut gekauft und ich mache jetzt noch ein Demo rein. Zack.
Und solange das Demo jetzt hier rausgespuckt wird, kann das hier dafür sorgen, dass noch mal viel mehr Leute das Spiel kaufen, weil sie haben das Demo gespielt, gefällt ihnen doch besser als erwartet und dann steigen wieder die Zahlen, die Verkaufszahlen. Es ist wirklich, wie weit das ins Detail geht, hier, ich meine, da lässt es sich, glaube ich, schon erahnen. Und wenn wir hier auf eine gehen, dann ist ganz klar, dass das noch nicht alles ist. Dann geht das erstmal los. Was willst du von deinem eigenen Spielen? Ja, ich möchte die Spielkonzepte. Ja, von welchem denn? Ja, von Duftys Fighter. Und dann wird das hier alles eben so rüber gezeigt, wie viele Sprachen, in wie vielen Sprachen. Was habt ihr in der Engine drin? Habt ihr eine eigene Engine? Ey Leute, es gibt hoffentlich genug Videos davon, wie das alles funktioniert, wenn man wirklich das noch ja, mehr sehen möchte. Aber im Endeffekt, wer Simulation mag, das ist wirklich hier echtes Handwerk. Eine Top-Simulation, die Spaß macht, wo man auch wirklich auch nach einer ganzen Zeit noch Lust hat, weiterzuspielen. Ich möchte hier nochmal eben Mitarbeitereinstellungen. Ihr habt auch noch so Kleinigkeiten, Mitarbeiter komplett von der KI steuern lassen. Oder dieser Cleaner, dieser Roboter, der die ganze Zeit hier meinen Laden sauber hält, darf diesen Raum nicht verlassen. Weil wenn ihr nachher mehr habt, dann nervt das ab, wenn der irgendwo da hinten rumeiert, dann sollen die in ihrem Bereich bleiben. Also hier sind keine Sachen, die irgendwie nerven, weil das ist schon Teil 2 und die haben alles eliminiert anscheinend, was die Leute gesagt haben. Jetzt gibt es natürlich immer noch Sachen, wo man dann sagt, gut, das ist eine Geschmackssache, ne? Ich hätte es lieber so oder so und man kann es nicht jedem recht machen. Aber wie einfach hier die Klamotten zu behandeln sind, ist einfach genial gemacht und das Spiel selber macht Spaß, wenn ihr dann eure eigenen Spiele rausbringt und ihr seht, ja geil, habt ihr was richtig gemacht und ja, arbeitet dann da dran und kriegt nachher echt ein perfektes Spiel hin und dann vielleicht traut ihr euch auch innovativ dann doch mal was anderes zu machen. Ja, und jetzt noch mal ein kleiner Einblick in einem noch weiteren Spiel. Ja, da sind wir auch schon wieder. Hab jetzt hier noch mal da in den letzten Spielstand, wo man sieht, okay, jetzt habe ich schon ein Tonstudio, da gibt es auch keine Schreibtische mehr, da muss man dann hier mit sowas arbeiten, aber ich habe auch ein Grafikstudio und die arbeiten komplett dann hier normal weg mit normalen Schreibtischen, die können damit leben, ne? Wie wir die eben auch schon gesehen haben. Es ist gerade ein Spiel, ist das hier, habe ich da gerade eins am Wickeln, nein, die entwickeln dann Treiber. Und machen Geld, aber in der Zeit wird zum Beispiel jetzt hier noch an dem Spiel rumpoliert. Das heißt, ich habe dieses Entwicklerteam zweimal. Einmal so ein Pseudo, wo nur zwei Leute sitzen. Und in Wirklichkeit wird jetzt hier gearbeitet. Das Tonstudio arbeitet noch an dem und die Leute sollen am Gameplay gar nichts mehr groß ändern. Und so sieht es auch aus, wenn jetzt hier noch irgendwas wichtig ist. Man sieht hier die Striche. Auch die arbeiten noch an der Grafik und deswegen schraubt die sich hier so hoch. Hier ist es viel zu wenig. Das wird also nicht für einen Hit reichen, aber vielleicht doch, weil ich ja, wie gesagt, die ganze Kohle da reinstecke und das so schön bunt mache und so geilen Sound, wie eben die Dinger aus dem Automaten, die man so kennt, mit wenig Liebe, ne, aber dafür ordentlich aufpoliert. So, die drücke ich hier erstmal raus, um Erfahrung zu sammeln. Wir haben natürlich auch eine Bank, wo wir eben Kohle kriegen können. Auch der Zins kann sich durch irgendwelche Ereignisse, wenn man die drinne hat, verändern. Wir haben eine Gruppenverwaltung. Wir können auch sagen Gruppe 1, Gruppe 2, damit wir nachher mit den Gruppen dann arbeiten, dass es ein bisschen einfacher wird. Und hier haben wir natürlich auch so Klamotten wie Marktforschung. Wir können wirklich ganz in Ruhe hier uns alles durchlesen. Das Spiel, das stoppt dann sowieso automatisch. Aber auch das lässt sich, glaube ich, sogar einstellen. Und was wollte ich hier noch? Finanzen, Monatsbilanz, Jahresbilanz, ja, die Monatsbilanz, auch hier alles schön aufgeschlüsselt. Also alles, was die Jungs interessiert hat, die das hier gezockt haben, die den Entwickler geschrieben haben, aber ich brauche das noch und wieso kann man das nicht gleich auf dieser Seite dann anklicken? Etc., etc. Wurde hier bunt umgesetzt und ich finde eine total runde Sache. Wer auf Simulation steht, der liegt hier mit Sicherheit nicht falsch.
wenn man dieses Setting mag, Spiele zu entwickeln. Oder vielleicht entwickelt ja auch jemand dann später da Spaß dran. Weil dieses ist auf jeden Fall nicht nervig, keine blöden Bugs, dass man nachher nicht weiterspielen kann. Ich habe hier überhaupt keine mehr entdeckt. Und wir haben hier noch so viele coole, bunte Sachen. Wenn einem das stört hier, dann kann man das komplett mal eben mit einem Klick ausblenden, ne, dass man das Büro dann schöner sieht. Natürlich auch den Sound kann man anpassen. Naja, und dann haben wir natürlich auch hier Spielmusik, aber wie das eben so ist, ne? Eine Zeit lang ist das ganz okay. Naja, also ich stehe zu dem Game, zu dieser Simulation. Ich finde die richtig gut. Es macht Spaß, hier richtig klein anzufangen und dann Stück für Stück immer bessere Spiele zu entwickeln. Viele Konkurrenten, viele Listen, viele Sachen, die man dann erst entdeckt, wenn es weitergeht. Wenn wir erstmal überlegen, wie viele Lagerräume kriegen wir so schnell überhaupt gepresst, was die da haben wollen. Oder liegt das nachher alles rum und wir werden den Kram nicht los? Hier kommt wirklich alles dazu. Und im Detail die Mitarbeiter, das kann ich noch mal eben zeigen, Mitarbeiterarbeitsmarkt, haben wir natürlich auch eine ganz gute Erklärung noch, was die können. Und hier ihre Bonis oder also auch Sachen, die sie nicht so doll machen. Dem ist das Büro komplett egal. Du kannst einen Stuhl hinstellen und einen Tisch und dann Computer und dann arbeitet er. Aber nicht mehr speziell, dass ich für irgendjemand unbedingt eine Heizung brauche, weil der sonst meckert, sondern jetzt müsst ihr schon sehen, dass ihr das ganze Büro so ein bisschen ausstattet, damit die dann hier nicht zu sehr absacken. Aber auch solche Sachen lassen sich halt einstellen. Ne, bei Mitarbeitereinstellungen könnt ihr sagen, okay, die Motivation aufladen ab 50%, Original ist ab 40%, wie das mit ihrer Zeit ist, ihr Schwanzstein, mittlerer Druck, geringer oder hoher Druck, einige brauchen vielen wenige. Man findet eigentlich in jedem Menü hier noch irgendwas Buntes. Und ihr seht ja auch, ich bin hier noch lange nicht weiter. Ich kann selber jetzt Konsolen entwickeln. Ja, das ist auch der Hammer. Und einmal, um zu zeigen, wie das aussieht mit der Entwicklung, damit schließe ich dann ab, würde ich gerne einmal, ja, das machen wir mal eben, eins herstellen. Machen wir unser Fenster wieder rein. Ich breche jetzt einfach mal ab. Spiel entwickeln. Ich kann ein Spin-off machen. Also, ne, dass wir dann nochmal von so einem alten Teil profitieren. Wir können Spiele auch, die wir früher hatten, hier mit reinholen, eine Fortsetzung richtig machen, also einen Teil 2. Oder wir können hier sagen, okay, das wird der Level Designer, also der leitende Designer, meistern für die Grafik, aber alles insgesamt, das Design ist natürlich gemeint. Standardspiel, das geht bei mir zurzeit nur. Dann die Größe, ne, das wird dann richtig teuer, ne, 500.000. Aber ich habe 11 Erweiterungen und hier geht es nur bis 10, deswegen habe ich da schon meist den jetzt genommen. Zielgruppen, Kinder, Teenager, was will ich haben, würde mich interessieren. Ja, was soll mein Hauptgenre sein? Ich kenne mich ja mit Simulationen noch nicht aus, weil ich habe jetzt alles diese Sachen erstmal, um Geld zu machen, hergestellt. Man kann aber auch Spiele im Auftrag entwickeln, dann hat man eben keine hohen Kosten. Ich mache jetzt nur noch meine eigenen. Ja, und jetzt gehe ich drauf auf die Simulation. Und ja, was soll es als zweites sein? Jetzt können wir da natürlich auch Strategie machen, aber da ist so ein komisches Zeichen. Und daran erkennen wir, wenn wir in Marktforschung reingehen, dass der sagt, dass das überhaupt nicht angesagt ist zurzeit Strategie. Ja, in Marktforschung würden wir das jetzt dann lesen. Und ja gut, wenn das nicht angesagt ist, können wir ja überlegen, ob wir nicht vielleicht doch was anderes nehmen, wie Action. Da haben wir ein Herzchen. Da verlangen meine Jungs nach. Und dann, ja, ist das schon fertig. Dann Hauptthema, worum soll es denn gehen? Ja, zum Beispiel um. Planeten.
Da ist das Hauptthema diesmal, ja. Und das Nebenthema sind Katzen. Planeten und Katzen. Ja, Lizenzen wäre, wenn es einen Kinofilm gibt und so, und dann können wir da noch mit Werbung machen und dann hier machen wir noch einen Titel rein. Ihr habt ja auch ganz viele zufällige und ja, dann habe ich die Lizenz schon erworben. Habe ich die Möglichkeit, dann die zu nutzen, manchmal auch für mehrere Spiele. Hier, welche soll meine Main-Plattform sein? Dann guckt ihr hier, 2,5 Millionen haben das Ding schon hier, aber 13 Millionen, es gibt 22 Spiele dafür. Ja, dann muss das doch eigentlich meine Hauptplattform sein. Die müsst ihr Stück für Stück euch auch erstmal zulegen, ne, auch die Rechte dazu haben. Aber 16 Millionen Personalcomputer, ja, also das ist ja noch mehr. Dann müssen wir das ändern. Nehmen wir eben wieder raus. So, und jetzt gehen auch mal eben raus, irgendwas anderes rein. Also 16 Millionen, das ist ja hier die richtige Personalcomputer. Dann kommt der Byte. So, und dann gucken wir noch hier, Katari, 14 Millionen. Und dann hier haben wir nochmal 2,5 Millionen. Hier können wir noch weitere erwerben. Ja, hier haben wir eine riesen Auswahl und das ist jetzt noch am Anfang, ja. Wir sind also jetzt ja noch ganz am Anfang von Game 1982, also da kommt ja noch einiges. Das sind die, die ich jetzt im Besitz habe. Okay, dann gehe ich mal eben raus und dann gehen wir mal weiter. Ja, hier sind jetzt die Sachen, die automatisch eingebaut werden, wenn ich keine Engine habe. Ich will aber jetzt eine Engine benutzen, das sind meine. Und ja, für Simulation müsste ich die Z-Revolution nehmen, weil sie genau dafür ausgelegt ist. Und jetzt sehe ich auch schon gleich, habe ich hier Sachen, die habe ich erforscht und die habe ich jetzt automatisch drin. Primitive Physik Level 2. Also wird es auch schon mal besser. Ich aktiviere jetzt hier einfach mal fett alle Sprachen. Hier haben wir einen Kopierschutz. Ja, ich kann einen neuen erwerben, wenn es einen neuen geben würde. Oder es gibt einen neuen, 2.0. Aber 1.0 reicht mir noch, der ist 80% noch sicher. Also das lasse ich mal so. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt müsstet ihr ganz frei Hand schieben und ihr habt ja nur diese Punkte, es muss immer ausgeglichen sein. Wie mache ich das denn? Ja, ich kann aber auf ein Konzept gehen und sagen, pass mal auf, bis die Fighter, fand ich nicht schlecht. Bitte nicht alles übertragen, nur das Design. Und schon habe ich hier schon mal explizit alles, wie ich es eingestellt hatte, dass es ein Hit wurde. So, und wenn ihr jetzt sogar noch einen Treffer hattet, dann könnt ihr euch ja angucken, okay, Spieleberichte, jetzt die Speicher. Ah, die Spiellänge ist gut. Innovation 4 ist auch richtig. Hier an den beiden müssen wir noch arbeiten. Spieltiefe wurde doch verlangt in den Briefen. Oder irre ich mich da? Steuerung und auch für zu... Also für Spieler entwickelt, die einfach sich nicht so auskennen. Aber hier war es bessere Spieltiefe, das meine ich. Und dann kann man sagen, ja gut, dann machen wir Spieltiefe rauf. Irgendwas muss dafür runter. Und dann kriegen wir das schon hin. Wir können das übertragen, ja. Und jetzt sagen, da war es okay, Spieltiefe gehen bei einem rauf. Ja, dann muss ich die Zugänglichkeit noch weiter runter machen. Schwierig habe ich es eigentlich schon. Die sagen, es ist zu einfach. Ah, und so stellt ihr das dann ein. Dann sagt ihr, okay, was ist denn geeignet? Geeignet sind diese Sachen für dieses Game, denn das ist immer bei jedem Game unterschiedlich. Das müsst ihr aber nicht alles lesen, sondern das spuckt ihr euch auch automatisch aus. Und dann könnt ihr sagen, ja, aber dann nehme ich das auch alles so mit rein. Checkpoints brauche ich nicht, Secrets auch nicht. Aber ihr könntet es reinnehmen. Ich kann ja hier bis zu 20. Na, und jetzt haben wir aber dann nur die drin, die eigentlich Sinn machen. Und dann geht's auch schon los. Oh, die Größe ändern, das sind zu viele. Ich kann nur 10 reinnehmen. Dann müssen wir noch weiter zurückgehen. Gehen wir einen hier rauf.
Jetzt haben wir sie frei. 13 von 20. Ja, und dann können wir loslegen. Zack. Und jetzt entwickelt der. Aber jetzt können wir sagen, hier werden jetzt gleich Bugs entstehen, also Fehler. Und da soll der gleich dran arbeiten. Das heißt, Aufgabe abbrechen hier vom neuen Game. Und jetzt sollen die Bugfix machen, aber für Phoenix Wright. Klack, und jetzt sieht man auch diesen blauen Strich. Und jetzt werden die hier dran arbeiten, die gleich hier runterzunehmen. Später können wir denen noch ganz andere Aufgaben geben, Balancing vom Spiel etc. Wir können hier noch jetzt so viel ändern, aber erstmal geht's so los. Ja, und dann hier, der soll auch jetzt abbrechen mit dem anderen Game. Das muss jetzt so passen. Und dann sagen wir hochwertige Grafen für das neue Game. Phoenix Wright. Und was machen wir? Die Hintergründe, die und die Spezialeffekte, die baue ich mit ein. Klack. Und jetzt arbeiten die auch daran. Aber damit dieser ganze Laden nicht lahmgelegt ist, werde ich dann gleich, wenn das alles hier entwickelt ist und wir hier auf 100% sind, werde ich diese Arbeit diesem Büro übergeben. Und dann sollen die intern an dem basteln und hier meine Maschinerie kann hier dann an anderen Projekten arbeiten. Das ist nur mal so eine einzige Möglichkeit, so ein Beispiel, wie man dann hier taktisch auch vorgehen kann. Und wie gesagt, ihr habt nachher Lagerbestände, ihr könnt die Spiele selber machen. Ihr könnt entscheiden, ob da noch ein Luftballon mit rein soll oder ein Kugelschreiber. Es ist wirklich der Hammer und wer an sowas sich vorstellt, Freude haben zu können, ihr macht hier dann nichts verkehrt. Das ist wirklich eine runde Geschichte. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich wirklich komplett fertig ist und da wohl nichts mehr groß passiert und wünsche euch viel Spaß beim Simulieren. Ich werde dieses Spiel hier original jetzt auch zwischendurch weiterzocken und wollte euch mal einen kleinen Einblick geben. Das war's auch schon. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ja, einen Daumen oben, wisst ihr ja, freue ich mich sehr drüber. Wer jetzt noch da ist, der hat das wahrscheinlich auch noch für mich über. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffe ich doch. Tschüss.